Kunst ist etwas, das viele Menschen beflügelt. Es ist eine Inspiration und auch eine Selbstexpression. Kunst führt Menschen zusammen und bringt einen dazu, sein eigenes Ich auf eine Art und Weise zum Ausdruck zu bringen, wie man es anders nicht vermag. Die Literatur ist eine besondere Art der Kunst. Durch sie tauchen wir in fremde Welten ein, werden Teil eines neuen Schaffens, einer neuen Welt. Und ja, können uns auch teilweise mit den genannten Figuren identifizieren, sie auf unser heutiges Leben übertragen. Und so möchte ich euch heute ein paar namhafte Autoren und einige derer Werke nennen, die mir persönlich stark im Gedächtnis geblieben sind, aufgrund ihrer besonderen Art, und auch die Schreibweise spielt eine sehr wichtige Rolle. Mein bevorzugter Autor wäre Howard Phillips Lovecraft, ein amerikanischer Schriftsteller, der leider nur sehr kurze Zeit lebte. Doch möchte ich heute nicht über bekannte Werke wie Berge des Wahnsinns sprechen, sondern über eher unbekannte Aufschriebe, die mir persönlich jedoch am meisten gefallen haben, aufgrund ihres Ideenreichtums, ihrer Kreativität und der ganzen künstlerischen Schaffensweise. Ich habe mir hier eine kleine Liste gemacht, um auch nichts außer Acht zu lassen. Das erste wäre mein persönlicher Favorit, der Silberne Schlüssel, und auch sein Nachfolger, Durch die Tore des Silbernen Schlüssels. Dies ist eine ganz persönliche Gedanken- und Traumreise, in dieser der Protagonist mittels eines magischen silbernen Schlüssels in das eigene Reich der Träume eintreten kann und durch eine solch kuriose Welt irrt und sich fantastische Wesen antrifft, wie man es sich heute kaum noch vorzustellen vermag. Diese Geschichte hat mich persönlich besonders gefesselt, eben aufgrund ihrer Ausstrahlung, dieser Darstellung von all diesen Kuriositäten und eben auch dieser Aussage, gerade das Ende, das möchte ich jetzt nicht verraten, ich werde heute keine Spoiler abliefern, war dann doch recht, naja, ich möchte nicht sagen unpassend, aber eher unerwartet. Diese ganze Reise, das war eher das Fesselnde, wie man so schön sagt, der Weg ist das Ziel, das trifft auf diese Geschichte ganz besonders zu. Und ja, aufgrund dessen, dass ich das Ende jetzt auch nicht verraten möchte, kann ich dazu jetzt auch nicht allzu viel Worte sagen, da es dann doch zu viel verraten würde. Jedoch kann man es auf das heutige Leben beziehen, auf diese eigene Gedankenreise, auf der Suche nach diesem inneren Frieden, nach seinem inneren Wesen. Der Silberne Schlüssel ist nur die Einleitung, in der dieser auch gefunden wird, und Durch die Tore des Silbernen Schlüssels beschreibt eben jene Reise. Ein weiteres Werk, das mich persönlich sehr fasziniert hat, ist Träume im Hexenhaus. Und zwar, da ich persönlich auch selbst schreibe und Lovecrafts Werke immer eine große Inspiration für mich sind, kamen eben jenem Werk diese Kreativität auf eine ganz andere Weise zum Ausdruck. Es wurden Grenzen der heutigen Welt überschritten in Sachen amorpher Form, in Sachen kosmischen Seins. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, das muss man einfach gelesen haben. Es werden eben diese hier geltenden Gesetzmäßigkeiten überschritten und auch eben diese Traumwirklichkeitsebene, was mir persönlich auch immer sehr gut gefällt, da ich Träume äußerst faszinierend finde, wo ich auch zum Schluss nochmal darauf ansprechen möchte. Ja, bei Träumen im Hexenhaus geht es eben um eine ganz besondere Hexe, deren Name auch bekannt ist und in deren Leben, ihrem Schicksal, sich der Protagonist verliert, indem er dieser Hexe eben auch in seinen Träumen begegnet und sich selbst auch gar nicht erklären kann, ob das jetzt wirklich ein wirkliches Geschehen ist oder nicht. Und der Traum greift allmählich in die Wirklichkeit über und beginnt sich da zu manifestieren. Es ist wirklich eine unglaublich kreative Schöpfung und es ist wirklich lesenswert. Ebenso die Traumsuche nach dem unbekannten Kadaster. Ja, ihr merkt schon, Träume, wie ich gesagt habe, finde ich äußerst faszinierend. Und ich persönlich mag eben diese Geschichten von Lovecraft,
in der es um diese fantastischen Reisen geht, da auch eben diese ganzen pittoresken Welten erschaffen, dargestellt werden und auch ganz neue Wesenheiten, die einen auch persönlich faszinieren. Und diese Geschichten, die haben auch immer einen inneren Kern, auch diese eigene Frage, diese Frage nach der Existenz des Menschen und überhaupt, die darin aufgegriffen werden mit meistens unerwartetem bzw. auch unerklärlichem Ende. Viele Geschichten sind offen und der Leser vermag nicht genau zu sagen, ist es denn nun geschehen oder beziehungsweise was ist geschehen. Es sind eher so die verwirrenden, abstrusen Geschichten, die ich zu meinen Liebsten zähle. Dann eine doch eher bekannte Geschichte, da Lovecraft auch sehr viele Wesenheiten erschaffen hat, wie Cthulhu, Dagon, Yalatotep, das schleichende Chaos. So möchte ich auch auf die Geschichte Der Ruf des Cthulhu eingehen. Für alle, die es nicht wissen, Cthulhu ist eine Kreatur, die Lovecraft in seinen Geschichten erschaffen hat. Das ist eine Mischung aus, wie soll ich sagen, Tintenfisch, Drache und ganz verschiedenen Wesen. Es besitzt Tentakel sowie Flügel. Im Internet gibt es auch diverse Bilder dazu, die Künstler erschaffen haben. Und Der Ruf des Cthulhu beschreibt eben diese Kreatur Cthulhu. Dies ist ein Wesen, das zu den großen Alten zählt. Die großen Alten sind die damaligen Götter, die vor Äonen, vor der Menschheit auf der Erde Bestand hatten. Sie sind ein Teil des Kosmos und besitzen einen nichtstofflichen Körper, also es sind Astralwesen, die, so besagt ist der Mythos, nach Jahren wieder von einem Menschen erweckt werden, wieder auf die Erde hinabsteigen, um über sie zu herrschen. So auch Cthulhu, der in seinem unterirdischen Reich Relay schläft bzw. eine Totenwache abhält. Also er ist weder tot noch lebendig, er befindet sich in einem Art Schlaf, aus dem er von der Cthulhu-Sekte erweckt werden möchte. Und diese Stadt Relay, das ist auch eine ganz besondere Stadt, die eben Cthulhu in sich gefangen hält. Sie befindet sich unter dem Meer. Und wie es auch in der Geschichte heißt, in dem verborgenen Relay wartet träumend der tote Cthulhu. Eben wie gesagt, da er nicht wirklich tot ist, sondern wieder erweckt werden möchte aus eben jener toten Stadt. So sagt auch die Schrift: Es ist nicht tot, was ewig liegt, und in fremder Zeit wird selbst der Tod besiegt. Eben auch ein Sprichwort aus der Geschichte Stadt ohne Namen, wo ich auch gleich noch drauf eingehen werde. Wozu sich aber auch anreiht: Was lüget und richtet, wird ewig werden, und wie seit Äonen berichtet, kann selbst der Tod noch sterben. Das bezieht sich eben auf diese nicht kosmischen es bezieht sich eben auf diese nicht stofflichen Wesen, dass eben nur ein Unsterbliches ein anderes besiegen kann. Und dass der Tod nicht das Endgültige ist, sondern auch, ich finde auch, wie, dass diese Wesen eben ein Beweis dafür sind. Manche Menschen betrachten Lovecrafts Geschichten, wie er auch sie selbst gerne nennt, als mögliche Realitäten, wobei ich sagen muss, dass ich nur einen Kernteil als wahr erachte, eben auch diese zentralen Aussagen, dass diese Wesenheiten natürlich nur einen übertragenen Sinn darstellen. Zum Beispiel Cthulhu symbolisiert das Erwachen einer Großmacht, das kann man auch damals, wie ich finde, mit der Nazi-Ideologie vergleichen. Es ist ein Wesen, das ewig geruht hat und eben durch das Volk, durch den Glauben daran und ja auch irgendwie durch das Nicht-Einsetzen des eigenen Verstandes heraufbeschworen wurde und an Macht gewann, und die Auswirkungen sind ja heutzutage bekannt. Aber Cthulhu kann natürlich auch auf andere Großmächte, auf andere Dinge übertragen werden. Das ist auch das Erstaunliche an Lovecrafts Geschichten, auch eben die mit dem offenen Ende und so. Man kann es auf sehr viele Dinge übertragen, für sich seinen eigenen Sinn ziehen. Und das, finde ich, macht auch eine Geschichte aus, dass der Leser sich selbst ein Bild davon machen kann. Dann, wie eben erwähnt, Stadt ohne Namen. Es spielt in einer Wüste. Ein Forscher stößt auf eine unterirdische Pyramide, welche er erkundet, und er steigt immer tiefer in ein Höhlensystem hinab, in dem kaum noch Licht vorherrscht.
Das Interessante ist, dass er der Ansicht ist, er könne etwas in der Dunkelheit ausmachen. Und so trifft er einen längst verschollenen Kult an. In den unterirdischen Höhlen befinden sich Sarkophage mit Wesenheiten darin, die halb menschlich, halb reptilisch sind. Er nimmt an, dass diese damals als Gottheiten verehrt wurden und dass dieses Götzenbilder für den damaligen Glauben sind. Jedoch muss er später erfahren, dass eben jene Wesen die einzige Bevölkerung dieser Stadt darstellten und ob sie wirklich tot sind, das bleibt zu erahnen. Und auch das Ende, das ist sehr faszinierend, da man jetzt auch nicht genau sagen kann, was den Forscher jetzt ereilt hat, welches Ende. Das muss man dann schon selbst lesen und für sich in sich vereinbaren. Ein persönlicher Favorit ist auch die Geschichte Hypnos. Dazu möchte ich gar nicht viel sagen. Dazu wäre es mir ganz recht, wenn Lovecraft-Fans oder Interessierte diese Geschichte mal lesen und mir vielleicht mitteilen, wie ihr das Ende seht, also was für euch das Ende ist. Dies ist eine der wenigen Geschichten, die sogar für mich sehr verwirrend ist und ich jetzt nicht genau hinter das Ende gekommen bin. Ich habe zwar eine vage Vermutung, aber da würde es mich doch sehr interessieren, was ihr von dieser Geschichte haltet, da sie auch wirklich etwas ganz Besonderes ist. Die Musik des Erich Zandt beschreibt auch diese Macht der Musik, diese Macht der Melodie, wie eine Melodie uns beeinflussen kann und in unseren Geist eindringt. Und auch hierzu möchte ich gar nicht viel sagen, da ich auch nicht auf das Ende vorgreifen möchte. Es ist eine sehr lesenswerte Geschichte. Zu einer weiteren Wesenheit möchte ich jedoch auch noch ein paar Worte sagen. Das wäre das Wesen Dagon. Die Menschen verehrten damals einen Fischgott namens Dagon. Er war halb menschlich, halb Fisch. Das klingt jetzt etwas abgedreht, das ist auch dieses ganze Groteske. Und ein Forscher verliert sich auf seiner Expedition und er trifft auf das Reich Dagons und überhaupt wie diese Begegnung sich auf ihn auswirkt, diese ganze Atmosphäre, das Lovecraft hat einfach einen Stil, der etwas ganz Besonderes ist. Er bringt diese Spannung, dieses Grauen sehr realistisch rüber. Und ich muss wirklich sagen, von diesen ganzen modernen Horrorautoren, diese Geschichten sind alle so vorhersehbar und jagen mir keinen Schauer über den Rücken. Also Lovecraft ist wirklich der Einzige, bei dem die Geschichten mich wirklich gruseln, weil er Dinge erschafft, die so unbekannt sind und auf die man auch erst nach langem Denken vielleicht kommt mit einer starken Kreativität und es sind eben diese unbekannten Sachen, wie auch Lovecraft sagt, dieses namenlose Grauen, es ist die Angst vor dem Unbekannten, die uns wirklich in Furcht versetzt und das ist auch das ganz Besondere auch an seiner Schreibweise. Er lebte im 20. Jahrhundert und das merkt man auch an seiner Schreibweise, sie ist wirklich sehr eloquent und bringt diesen namenlosen Schrecken sehr ausdrucksstark auf Papier. Also er ist wirklich ein sehr, sehr lesenswerter Autor und für alle, die auf Groteskes stehen, die sollten das wirklich mal sich zu Gemüte führen.